Hey, willkommen zurück zu Hero Wars und unserer kleinen Update-Video, würde ich das so nennen, beziehungsweise auch Info-Video zu ja, den News. Ich meine, wir haben jetzt November 2019, wenn ihr das euch ein Jahr vielleicht mal anguckt, sind es vielleicht keine News mehr, aber hey, was soll's. Ich wollte euch, ja, beziehungsweise ich wollte mal wieder auf ein, zwei Kommentare eingehen, die ich bekommen habe. Und zwar geht es bei dem einen Kommentar, da wurde gefragt, welche Squads ich zusammenstellen würde oder beziehungsweise welche Helden gut zusammenpassen und warum. Okay, aber Leute, dann guckt euch am besten mein Heldenvideo an, beziehungsweise Teamaufbau, Synergien und auch das Video über die Helden. Da habe ich ja schon einiges erklärt, was so Basics, sag ich mal, erklärt. Und zum anderen war dann, wie reagierst du zum Beispiel in der Arena auf Gegnerteams oder halt auch wie ich so eine Teams konter, beziehungsweise auch Dev-Squads und Attack-Teams. Naja gut, wie gesagt, auf Teams sind wir eigentlich schon eingegangen, im Groben und Ganzen, weil Teams kann man nur zusammenbauen, wenn man weiß, wie die Helden zueinander zusammenpassen. Ne? Ihr wisst ja, es gibt Verteidiger, es gibt Magieangreifer quasi und auch Heiler und physischer Attack-Helden. Da müsste man sich halt was raussuchen. Es gibt sehr, sehr viele, haben wir jetzt schon, ne? Und ab und zu kommt auch mal wieder ein neuer dazu. Es ist zwar ziemlich schleppend, aber ja, ab und zu bringt es auch ein neuer raus. Wie zum Beispiel der letzte neue war ja, glaube, unser Andvari. So. Wie ich das jetzt aufbaue, ist ja immer so, wie ihr eure sag mal, Helden gelevelt habt. Ne? Ich würde jetzt keine Teams zusammenbauen mit Helden, wo ich gerade im Mittel- oder Low-Feld bin. Ja? Ich meine, Lilith ist sehr gut, Dorian ist auch sehr gut, Heiler und ist ja eigentlich auch so ein ja, Panzer. Panzer, was? Das war ein Panzer. Panzer und Lenker zum Beispiel. Ja? Ist sehr gut im High-Level, sage ich mal, gegen Schwächere. Gleich starke? Kann ich jetzt so auch nicht sagen, habe ich nicht, noch nicht so extrem getestet. Da kommt es halt wirklich drauf an, wie ihr jetzt eure Helden schon gelevelt habt und wie ihr jetzt auch welche Richtung gegangen seid. Seid ihr mehr auf Heiler und Damage-Dealer gegangen für physischen Schaden? Seid ihr mehr auf Magie-Teams gegangen? Also da müsst ihr halt wirklich gucken, weil ich glaube nicht, dass ihr auch von Anfang an gleich die Power habt oder ja, die Muße, alle gleich hochzuleveln. Selbst ich, der ein bisschen investiert hat in das Game, um halt ein bisschen schneller voranzukommen, schafft es natürlich auch nicht hinterher zu kommen, ja? Zumal ich auch wieder aufgehört habe, zu investieren in die Zeitersparnis. Ja? Man investiert ja bloß in der Zeitersparnis, indem man sich irgendwelche Sachen dazu kauft. Aber es läuft halt ohne diese Zeitinvestment, sage ich mal, recht schleppen. Zumal bin jetzt Level 129 noch. Ihr seht jetzt noch ein paar Pünktchen, dann habe ich das Max-Level erreicht, was ja die 130 bedeutet. Und aber nochmal, um auf die Arena einzugehen. Wir sind ja auf die kleine Arena, glaube ich, schon mal eingegangen und haben gesagt, das Pendant ist halt die große Arena mit dann drei Leuten, drei Teams quasi in der Welle. Und ja, natürlich spielt man in einer kleinen Arena mit dem stärksten Team, was man sich so zusammengebastelt hat. Ne? Bei mir beruht es halt auf einen Damage, auf einen Panzer. Und natürlich nehme ich Garg als meinen Haupt-Damage-Dealer, Schrägstrich-Panzer, weil er kann halt natürlich Schaden blocken und sich heilen, indem er Schaden verursacht. Und in Kombination, in Synergie, wie man so schön sagt, da habe ich natürlich Kai, der ja die Fähigkeit von Karg gut ausnutzt und noch mehr Schaden verteilt und sich auch wieder heilt. Plus noch zwei Heiler, die das nochmal komplettieren bei mir. Ich könnte Lilith auch gut eintauschen gegen noch einen zweiten Panzer, wie zum Beispiel, den ich jetzt sogar ohne noch groß zu investieren auf den Superstern gebracht habe. Galahad heilt sich mit dem Zusatz des Vampirismus dann ja auch irgendwann sehr gut, wenn man weiter im höheren Level ist. Finde ich gar nicht so doof. Muss man aber erst hinkommen, um auch diese Fähigkeit freizuschalten. Da kann ich jetzt nicht wirklich sagen, spielt das, das und das. Ich kann jetzt euch zeigen natürlich, was ich spiele. Ja, ich habe jetzt hier natürlich mein Defensiv-Damage-Team aufgebaut. Hier habe ich natürlich
ein bisschen strecken müssen. Die habe ich jetzt natürlich nicht. Unsere nette liebe Oma von nebenan dabei und die Lilith, weil ja, ich muss halt wenigstens zwei starke oder stärkere Teams aufbauen. Klar, dieses ist halt mein Haupt-Damage-Dealer-Team. Das packe ich halt dann immer dahin, wo ich denke, das muss jetzt gegen das Team ran, was auf jeden Fall gewinnen muss. Und dann ein zweitstärkstes, was halt so im Mittelfeld ist. Und dann hat man halt wahrscheinlich, wenn man erst recht Anfänger oder Mittelklasse ist oder noch nicht so lange spielt, halt noch ein schwaches Team. Hauptsache, man hat erstmal überhaupt so viele Leute. Ganz am Anfang, wo ich das gespielt habe, da hatte ich noch nicht mal so viel, dass ich die komplette Mannschaft voll machen konnte. Beziehungsweise, ich glaube, die wird erst auch freigeschaltet, wenn man die voll kriegt. Weiß ich schon gar nicht mehr, ist schon eine Weile her. So viel dazu. Wie ich jetzt drauf reagiere, ja, reagieren ist relativ. Du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, ja, ich packe jetzt mal rein und dann gucke ich mal, wie ich will. In den Leveln, wie ich jetzt gerade noch spiele, beziehungsweise ich war jetzt immer so um 100, 120 bis 200er Bereich. Jetzt habe ich es schon 2, 3 Wochen schon wieder schleifen lassen, war mir schon egal, wo ich lande. Und habe schon gar nicht mehr groß gekämpft. Ihr seht, ich habe immer noch auf dem Punkt rumliegen. Ja, wenn ich jetzt angreife, nehmen wir mal jetzt, das ist jetzt mein Verteidigerteam. Dann kann es halt hinschieben, wie man will. Klar, in dem Bereich, wo ich jetzt kämpfe, ich weiß nicht, wie es ganz oben ist, ob man die dann noch sieht. Wenn ich jetzt hier mir einen zurecht suche, ja, Level Rang 182, hat auch eine gute Kampfkraft, wie ich so sehe. Ups, jetzt ist er weg. Ihr seht aber die Gesamtkampfkraft von allen drei Teams natürlich. Ne? Könnt ihr natürlich auch aktualisieren, wenn ihr irgendwelchen Schwächeren sucht, um vielleicht. Wo ihr vielleicht doch einen Ehrenstich seht, dann nehmt ihr natürlich die. Es ist wieder mal stark angewachsen, muss ich sagen. Ja, das war, wo ich jetzt noch aktiver war, nicht ganz so extrem. Wenn ich den hier gucke mit 675.000, ja, hat so seine Kampfkraft, muss ich sagen. So, jetzt gehen wir mal auf diesen. So, jetzt kann man natürlich sehen. Also, ich sehe in diesem Bereich, ich weiß nicht, ob es ganz oben auch so ist, aber ich sehe in jedem Bereich von dem Rivalen alle drei Teams. Das heißt, wenn ich auf Team 1 gehe, sehe ich mein Team 1 und gegen was es antritt. Team 2, gegen was es antritt. Gegen 3 sehe ich auch, gegen was es antritt. So, da ist jetzt die Taktik. Guckt man sie erstmal aus, wo ist das schwächste Team von ihm. So. Und das will man eigentlich meistens triggern. Dann guckt man, kann man das erste Team oder das zweite Team, also normal ist die Taktik so, das erste oder zweite Team mit dem stärksten Team, was man hat, wegbashen. Wenn es natürlich das stärkste Team von demjenigen ist, ist es noch besser. Denkt man, schafft's. Dann kann man sich dann gemütlich Zeit lassen und sagen, okay, dann ist mir das zweitstärkste Team relativ egal bei dem Gegner und suche mir das Schwächste aus und besiege es mit meinem zweitstärksten. Ob es jetzt im ersten oder im zweiten oder dritten Kampf ist, ist mir dann scheißegal. Ja? Also ich versuche mal halt, jetzt gucken wir mal, machen wir das mal als Test. Wir haben jetzt hier 100er, 104er, 90. Naja, ist jetzt so. 100er Bereich. Dann haben wir hier 104, 90er Bereich und es ist sehr gut gemixt, muss ich sagen. Ja, alles so im selben Bereich. 90 und 104 sind quasi also seine Hauptcharaktere. 90 und Level 104. Deswegen hat er die gut durchgemixt. Jetzt ist für mich die Frage, welche Teams, denke ich, könnte ich locker weghauen. Das ist ein sehr defensives Team. Drei, sag ich mal, Panzer, ein Damage Dealer und ein Heiler. Das ist so, könnte man also als Standardteam sehen. Synergien sehe ich hier. Ja, relativ. Hier haben wir einen Heiler, einen Tank, zwei Tanks eigentlich. Das ist mehr Magie und das ist so, der springt halt direkt rein und macht noch ordentlich Schaden mit. Und dann hat man hier eigentlich auch. Zwei Damage-Dealer nochmal aus der Ferne angreifen. Das ist gar nicht so doof. Das Team hat halt Schwächen in dem, so halt mit diesen einen Heiler. Ein Team mit zwei Heiler ist natürlich dagegen ein bisschen stärker in der Defensive. Und als drittes haben wir natürlich, ja, na klar, das sehe ich jetzt hier als schwächstes Team mit an. Warum? Ich habe einfach nur Respekt vor die beiden und sehe nur den einen Heiler. Die zwei können gefährlich sein, besonders eher, wenn er höher gelevelt ist, aber das Team sehe ich eher noch verlieren. Dann würde ich sagen, ich würde jetzt. Wow, ich würde jetzt einfach pokern und würde hier mein zweitstärkstes Team reinsetzen. Und dann würde ich natürlich auch mein stärkstes Team da einsetzen müssen. Weil wenn ich jetzt beide verliere, habe ich überhaupt gar keine Chance mehr im dritten Kampf zu kämpfen.
Oder ich sage, okay, ich setze in der zweiten Runde mein stärkstes Team und in der dritten Runde mein zweitstärkstes Team. Oder ich mache das so, dass ich sage, okay, ich suche mir dein stärkstes Team, das will ich am besten vermeiden. Dann würde ich jetzt sagen, das ist das. So, das heißt, ich muss den ersten auf jeden Fall gewinnen, um hier meine Schwächsten reinzusetzen, die ich jetzt auch noch aus Versehen rausgenommen habe. So ein Mist aber auch, wie hatte ich denn da jetzt drin? Ach ja, okay. Gut, das ist mein zweitstärkstes Team. Das will ich jetzt natürlich da nicht haben. Mein schwächstes Team soll jetzt gegen sein stärkstes Team kämpfen, weil mir der zweite Kampf egal ist. Ich will den ersten und zweiten, den zwei, ersten und dritten Kampf gewinnen. Was bedeutet, ich muss entweder hier ein stärkstes Team reinpacken oder hier. Ist natürlich, wenn ich jetzt sage, hier will ich verlieren und hier ist eine Chance, dass mein zweitstärkstes Team verliert, hohes Risiko, dass ich dann komplett verliere, den Kampf. Würde bedeuten, ich würde jetzt hier natürlich mein stärkstes Team reinpacken, zweiten verlieren und dann hoffen, dass das dritte Team den weghaut. Wobei ich ein bisschen Angst vor Gellert habe, muss ich sagen. Aber Gellert gegen Gellert würde ich jetzt so lassen. So würden wir jetzt einfach mal angreifen, ohne lang noch rumzuschnacken. Wie gesagt, ich habe, wie steht hier, ein Ranking des besten Dev-Teams wäre auch noch gut. Und Attack-Teams, wie gesagt, kann ich jetzt so gar nicht sagen, weil jeder hat immer andere Ansichten und wenn ich jetzt hier ein Ranking raushaue, sagt der eine wieder, ach nee, das ist so, das ist so. Ist halt wirklich so, da müsste man alle mit Max-Level betrachten und dann müsste man die Synergien gut betrachten, da müsste man alle mal gegeneinander kämpfen lassen, um überhaupt mal rauszubekommen, ja, welches gutes, gut abgestimmte Team gewinnt gegen ein anderes gut abgestimmtes Team und dann im Max-Level. Haben wir jetzt so auch noch nirgendwo gesehen, wäre eins, was man machen könnte. Ja, interessiert mich jetzt so nicht, weil ich habe jetzt eigentlich nur Anfänger-Guides gemacht und ja, die Anfänger, die brauchen echt eine Weile, die Max-Teams haben. Also das wäre dann wär was für Endgame. Wobei ich sagen muss, ich weiß nicht mal, ob ich ein Endgame noch spielen werde. So viel dazu. Aber jetzt genug lange rumgeschnackt. Jetzt kämpfen wir einfach mal eine Runde. Bestätige alle drei Teams und ja, das kennt ihr ja. Ich werde jetzt ein bisschen vorspulen. Weil, wie ihr seht, habe ich nicht mehr neben gefallen in Valkyrie und es dauert ein bisschen. Von daher doppelte Geschwindigkeit ohne Gelaber. Versprochen. Sieg, Niederlage, Sieg. So, ich gepokert. Stärkste Team bin ich umgangen und habe dann den Sieg da geholt. Wie gesagt, war kurzzeitig ein bisschen eng. Habe ich schon gedacht, puh. Aber wie gesagt, habe verdiere ich keinen Respekt und man hat gesehen, die haben keinen Stich gesehen. Auch wenn sich dieser Held ein bisschen länger gehalten hat. Ja, gegen dieses Team ist es schon ein bisschen schwerer. Aufbau war für mich halt, hier hatte ich Panzerpenetration drin, das ist natürlich mein Tank. Hier habe ich ein bisschen Damage-Dealer drin, hier habe ich Heal und natürlich Support. Das auch die passive Fähigkeit ist natürlich auch sehr nice, dass die verstummt sind für ein paar Sekunden, das heißt, können auch keine Fähigkeiten boosten. Was auch dieser hier quasi auch in der Hinsicht na, als passive Fähigkeit hat. Oder was sogar die aktive? Jorgenson. Man sieht, ich bin ja auch drauf und dran, die hier halt noch schwächer sind mit zu boosten. Hier muss ich sagen, in diesem Team hier, wo war es? In meinem schwächeren Team. Ach, das Verteidigungsteam ist noch gar nicht so aufgebaut, sogar wie das Angriffsteam, wie ich gerade sehe. Aber Angriffsteam hat man ja gesehen, ich hatte die Lilith nicht. Die habe ich bei den Schwachen mit drin. Das ist eigentlich Perlen vor der Säule werfen. Die hätte ich eigentlich auch mal noch mit reinpacken können. Ja, da würde ich sagen, guckt euch am besten mal auch die Teams in der Arena an, die die anderen spielen. Sind manchmal ganz gut, aber dann eher die höheren Level, da die wissen nämlich schon, was sie machen, ab Level 100 bis 1. Ne? Und ansonsten
Ja, ihr habt jetzt eine Aufstellung gesehen von meinen Verteidigern. Ihr habt jetzt Aufstellung gesehen, wie ich mit Angriffsteam, wie ich die zusammengestellt habe. Könnt ihr gerne nachbasteln. Es sind ein paar gute, sage ich mal, dabei. Und ja, lest euch auf jeden Fall auch die Fähigkeiten durch, welche gut kombinierbar sind. Tanks seht ihr ja. Ihr braucht ja bloß bei den Werten gucken, was sind Panzer, welche sind Unterstützer oder sogar Lenker, die auch sehr gut sind. Und dann müsst ihr halt selber entscheiden, ne, was ihr levelt. Und danach kann man halt auch nur Teams bauen. Ne? Müsst halt schon ordentliche Level reinpacken. Oder halt gut gelevelte Helden. Und das war es eigentlich auch schon. Lange Rede, kurzer Sinn über Arena nochmal und Teamaufbau, beziehungsweise auch ein bisschen strategische Zusammensetzung der stärksten und schwächsten Teams, wo man sie vielleicht hinpackt, um anzugreifen oder zu leveln, beziehungsweise halt auch. Ganz am Anfang ist natürlich schwer, ne? Was sich zusammenzubasteln, aber es ist natürlich auch schwer, dann hochzukommen, wenn halt die anderen alle schon so hoch im Level sind, muss ich sagen, ja. Da muss man schon ein bisschen die Zähne zusammenbeißen. Besonders wenn man halt die Punkte extrem noch braucht. Ich bin jetzt gar nicht mehr so drauf aus, also scharf, ja, also was habe ich mit der großen Arena, was sammle ich da gerade noch? Ismael sammle ich gerade, Lilith ist voll, die anderen beiden interessieren mich eigentlich gar nicht, obwohl ich die noch irgendwo mit drin habe, glaube. Ja, Ismael ist der Einzige, den ich eigentlich gerade hier noch sammle. Und ja, hier zum Beispiel habe ich nur noch Lilith, die anderen sind auf Max. Brauche ich gar nicht mehr. Kann man ja auch noch ein bisschen sammeln, die Punkte. So viel dazu. Es gibt natürlich auch noch ein paar extrem gute YouTuber, leider auf Englisch, aber die bringen auch noch Videos immer zu den einzelnen Helden, wo man sich nochmal angucken kann, wo sie nochmal vorgestellt werden. Michael Uber hieß er, glaube ich, oder so. Und der hat auch noch was über Synergien gebracht, was so ähnlich war wie mein Video. Da kann man auch nochmal reingucken. Aber halt, über die Arena ist halt wirklich so, baut euch eure Teams, überlegt euch ein paar, so wie ich es auch schon vorgestellt habe. Und die packt ihr halt dann auch in die Arena rein. Und dann halt nach ein bisschen gut durchmixt, wie ihr es auch schon mal die anderen gesehen habt. Okay, wenn euer super Team, was ja auch klar, natürlich ist, man hat erst ein super Team am Anfang, muss man halt gucken, ob man vielleicht das nicht dann auch splitten kann. Zwei, drei starke woanders mit rein oder dass man wenigstens ein relativ gutes Team hat und ein relativ zweit gutes Team, sage ich mal. Ja, und das dritte, das hat halt eine gute Fähigkeit, aber ist halt einfach noch zu schwach. Man hat es ja gesehen. Kann ich, was weiß ich, für gute Helden drin haben und es ist trotzdem zu schwach. So viel dazu. Wie ihr seht, haben wir auch noch die Halloween-Maske drauf. Es ist eigentlich vorbei. Aber zu den News. Es gibt was Neues. Nächste Woche soll ein neues Spiel, wie nennt man das? Eine neue, ja, Spielmechanik, sag ich mal, rauskommen. Und dazu gibt es auch ein kleines Video, haben sie leider nur auf Englisch rausgebracht und wahrscheinlich auch auf Russisch, aber wir gucken es uns mal an. Es ist ja ein netter Outro-Trailer, kann ich mal so fast sagen. Und es sollen quasi die Haustierchen oder die Tiere eingeführt werden, über die schon länger gesprochen wurde, wo einige, die ich in meinem Gilde habe, schon lange drauf warten. Ich mir noch nichts drunter vorstellen kann. Bin gespannt, was da noch neu reinkommen wird. So, um auch noch auf den anderen Kommentar einzugehen, der gefragt wurde, ob ich denn das Spiel überhaupt noch spiele. Jein, also zeitinvestitionstechnisch nicht mehr so. Also halt auch, ich meine, Geld, um Zeit zu sparen, erst recht gar nicht. Also ich will mir auch nicht mehr den Gefallen der Walküre, weil das jetzt für mich, ich bin fast zwei Level jetzt nur noch so gelevelt durch Dailies, die mich jetzt leider aber auch nicht mehr so anmachen, Leute, muss ich jetzt ehrlich sagen. Und es ist zu eintönig geworden und trist und einfach nur ums zu machen, online zu gehen, also um das, was man machen muss, zu machen, online zu gehen, finde ich es halt ein bisschen. Ja, ich meine, die Kampagne bringt jetzt auch nicht mehr so viel. Ich kann jetzt hier die paar Pünktchen noch hoch und dann sind wir hier in der letzten Geschichte. Und ja, dann war es das. Und da. Dafür finde ich es ein bisschen extrem, die Levelunterschiede. Den einen batche ich weg auf 3 Sterne, den anderen schaffe ich nicht mal auf 1 Stern. Das ist dann schon, ja, läuft. So viel dazu. Okay, ich hau mal das Video noch rein und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich werde auf jeden Fall, wenn es auf jeden Fall wiedersehen, wenn die neue Spielmechanik raus ist, dann werde ich nochmal ein Video drüber machen, denke ich mal. Vielleicht aus dem Mail nochmal am Start. Und wie es dann weitergeht, weiß ich auch noch nicht. Auf jeden Fall, ihr habt es ja gemerkt, es ist ruhiger geworden. Es war ja für mich auch nur ein kleiner
sag ich mal, Anfänger-Guide, den ich gemacht habe. Es ist jetzt nicht das Spiel, wo man jetzt extrem daily-mäßig irgendwelche Unterhaltung bieten kann. Es ist halt ein Online-Spiel, Leute. Okay, schauen wir es uns mal an. Strongford was asleep when they came. A heavy gloom covered the morning sky, making the very air tremble with fear. Their huge, dark towers descended from the skies, grasping the pavements, stretching their corrupted tentacles. I saw the guardians fight desperately, their battle shouts fading in the bloodbath. And then they rose from the dead and turned into something different. They swore their allegiance to the one who rules the chaos and desires to reach the sanctuary. But I will not surrender. The spirit of dominion, the Valkyrie's valor, and the Guardian's might shall awaken the magic of this place. The tree is now alive. And so is our hope. We will banish the chaos back to where it came from, into the darkness. Ja, sieht interessant aus. Haben sie so schick animiert. Bin ich mal gespannt, was da uns noch erwarten wird. It's only a game. Genau, it's only a game. Ist gerade was weitergelaufen. Ja, Hero Wars Channel ist zum Beispiel auch so ein englischer YouTube-Kanal, wo ihr auch immer reinschauen könnt, wenn ihr wollt. Kann ich ja kostenfreie Werbung machen, so ist es nicht. vielleicht findet ihr auch noch ein paar Videos, wo man vielleicht sich auch ein paar Teams angucken kann, ohne dass man groß was versteht. Ich meine, die Bildchen sind ja selbsterklärend, ne, und wie sie dann zusammengestellt sind. Ich meine, positionstechnisch muss man da auch nichts machen, man haut die bloß rein. Könnt ihr gerne mal reinschauen, was die so rumfeiteln da auf ihren Kanal. Für mich, wir sind heute durch. Ich habe schon wieder zu viel gelabert. Ich hoffe, es ist euch nicht zu lang gewesen. 23 Minuten ist schon wieder ein bisschen extrem, finde ich. Aber ja, ich wollte das nochmal loswerden. Also nicht wundern, dass es halt ein bisschen ruhiger geworden ist. Es bringt das Spiel halt mit sich mit der Zeit. Und ich meine, wir haben die Basics ja bequatscht und wenn ihr gern mal, ja, ich weiß auch nicht, was ich da noch vorschlagen soll. Es sind halt für mich nicht so viele Teams mehr da. Ihr könnt halt wirklich, wenn ihr jetzt noch, was ich halt noch cool finde, was ich auch schon mal im Film gesehen habe, ist, ihr könnt zum Beispiel auf 3 oder 2 Heiler gehen und 3 Damage-Dealer, beziehungsweise aber auch 3 Verteidiger. Es sind tanky Teams, wie zum Beispiel hier uns netten, ich vergesse schon die Namen, da muss man überlegen. Also Astaroth ist sowieso mein Top-Favorit von als Tank. Und naja, Lusser und Rufus sind auch ganz nett. Rufus ist besonders bei Zauber, also Magie-Teams auch sehr. Ja, ist schon nett mit seiner Fähigkeit. Weil sie halt den magischen Schaden komplett abwehrt. Beziehungsweise ist gut gegen. Ne? Ich will nicht sagen für, sondern aber halt gegen Magieangriffe ist halt sehr gut. Wobei unsere Aurora auch sehr gut ist in der Hinsicht. Wobei ich sagen muss, habe ich vernachlässigt ein bisschen, die Frau. Soll aber gar nicht so schlecht sein. Oder? 4 Magie-Teams, wie gesagt. Oh, könnte natürlich auch 4 Magie-Angriffe gut sein. So viel dazu. Also, bei den Teams, da kann man sich echt auslassen. Ich habe auch schon mal überlegt, mache ich da am besten 4 Heiler und einen Damage-Dealer, der gut tanky ist. Wie zum Beispiel, ja, dann muss man halt gut gelevelt haben, ne? Wer dann jetzt, würde jetzt für mich dann Gellert in Frage kommen, weil der sich sogar noch durch Eigendamage auch noch selber heilt. Oder noch Heiler wie Jorgen, die Oma und vielleicht noch 2 weitere. Wie Helios, Maya, ach, da gibt es so viele Dorien. Da gibt es schon so viele Heiler, die man haben kann. Dass man auf jeden Fall sagen kann, ihr könnt in jedem Team mindestens einen Heiler haben. Und das ist eigentlich schon Pflicht, muss ich sagen. Besonders bei Arena und Verteidigungsmodus oder allgemein. Ihr könnt auch natürlich, ein weiterer Tipp ist, euch gern auch mal die Verteidiger-Teams in den Gildenkriegen angucken. Es sind ja nicht umsonst Teams reingepackt worden, die die Position halten sollen.
Das sind natürlich nicht immer meistens oder oftmals nicht nur Angriffsteams. Klar, für mich, ich habe natürlich mein bestes Team reingeknallt, mein Angriffsteam, aber es gibt natürlich auch viele, die extra dafür sich in Verteidigungsteam gebastelt haben, auch mit Damage-Dealer und oder mit Tanks und Heiler. Könnt ihr auch gerne mal reingucken, ist ein guter Tipp, da vielleicht nochmal sich Anregungen zu holen. Ansonsten müsste ich nicht, wie ich euch da noch weiterhelfen kann. Ja, Try and Error ist natürlich immer beliebte Herangehensweise. So viel dazu. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Ansonsten habt noch viel Spaß in Hero Wars und wir sehen uns wahrscheinlich bei der nächsten Spielmechanik-Einführung wieder. Haut rein, bis demnächst. Ciao, ciao.